Maßlos enttäuscht. Ah, wo war denn das jetzt? Trophäenzimmer, Job. Lemschkin. Tada! Und schon haben wir was. Ja. Bin ich. Da stand ja eben, wenn man das angeklickt hat, stand da ja. Schallplattenteile fehlen. Warum rotze ich jetzt eigentlich hier gegen den Popschutz? Gut, dass da was vor ist. Wimmelbild! Wir brauchen ganz einfach Wimmelbild. Gummistiefel, Schildkröte, Tintenfisch, Handschuh, Seeteufel, Schlange, Dreizack, Krokodil, Muschel, Haken, Ruder und Wal. Ja, gut. Machen wir erstmal von vorne. Gummistiefel. Eine Schildkröte. Schildkröte da. Dann haben wir einen Handschuh. Gut, Handschuh finde ich erstmal nicht. Dann müssen wir Seeteufel. Ich kann mir die erstmal anklicken. Oh, schön, wunderbar. Das haben wir auch. Seeteufel, Handschuh, Mütze. Ich sehe momentan keinen Handschuh. Hakenruder. Ach, okay. Haken? Nicht. Den Haken? Auch nicht. Den Haken nehmen wir doch mal. Und wir brauchen noch einen Ruder. Nehmen wir doch das. Wir bekommen einen Kelch. Das ist nämlich der Pokal, den wir brauchen. Gibt es hier sonst noch was zu entdecken? Da oben gibt es noch was. Und da fehlt ein... Eine Trophäenhalterung fehlt. Ja, was hier nicht alles fehlt, doch. Was hier nicht alles fehlt. Unglaublich. Gut, wo war denn das? Achso, nee, das war ein Trophäen... Warte mal, da kam doch noch auch noch was. Und da haben wir auch noch eine Karte, die irgendwo reingehört. Gut, also brauchen wir auch noch drei Teile für unser Bild hier. Und... Achso, nee, das haben wir da gesehen. Gut, dann haben wir jetzt einmal noch die Trophäen für das andere Zimmer. War das hier? Jo. So, dann setzen wir die mal da rein. Ach so, jetzt muss ich natürlich... Wir schauen mal ins Menü, ob ich dort ein Bild habe von den Pokalen. Natürlich nicht. Dann müssen wir nochmal da direkt gucken. Pokale. So. An zweiter Stelle kommt der. Und mal gucken, ob ich mir das merken kann. Ich kann mir sowas, was ein bisschen aussieht wie eine weibliche Brust. Und hier so ein Pisstopf, hätte ich jetzt fast gesagt. Und dann das. Okay. Schauen wir doch mal. Dann kommt das also. Nee. Das kommt nach vorne, das kommt an zweite Stelle, das kommt an dritte Stelle. So, in welcher kommen die jetzt? Dann kommt der lange, schmale und der dicke. Lange, schmale, dicke. Ja, siehste. Hab mich schon gewundert, dass da nichts passiert. Das Muster auf dem Rücken der Bücher ist durcheinander. Ich muss es wieder zusammensetzen. Jo, dann machen wir mal... das kommt sicher an zweite Stelle. Das kommt vorne hin. Das kommt... Nee, doch nicht. Dann kommt das dahin. War nicht. Oh, das verwirrt mich hier so ein bisschen, weil ich immer... So. Das ist auf jeden Fall ganz hinten. Das kommt auf jeden Fall ganz nach hinten. Das kommt auch nach hinten. Oder auch nicht. Ne, dann kommt das nach hinten. Ich depp. So. Erstmal alles nach vorne schieben. Gut, dann müsste das vielleicht dahin kommen. Und das dahin. So. Was haben wir da jetzt bekommen? Eine Kurbel. Eine Kurbel? Wofür brauche ich bitte eine Kurbel?
Eine Kurbel. Eine Kurbel. Natürlich, eine Kurbel. Ah, sehr schön. Ich will nach oben. Aha! Du bist! Meine Perle. Meins. Und noch ein Kartenstück. Sehr schön. So will ich das sehen. Was haben wir hier? Ah, was haben wir denn da? Die zwei Zahlen. Ich bin äußerst begeistert. Haben wir hier nichts mehr drin? Nö. Erstelle einen Gegenstand. Bops, bops. Da sind nämlich die Schallplattenteile. Xyra, hier sind sie. Schallplattenteile. Vielen Dank. Ich hätte aber die Leuchtpistole, hätte ich auch ganz gerne mit. Kriege ich natürlich wieder nicht, ist klar. Ich habe die Möwe mit dem Stein beschmissen. Das ist richtig. Und vor allem voll instinktiv. Ich musste nicht mal groß überlegen. Früher haben wir Möwen in der Schule, haben wir Möwen mit Krampen beschossen. Das war auch nicht so wirklich nett, aber... Naja. Hä? Achso. Da wollte ich doch gar nicht hin. Haben wir hier richtig? Weiß ich nicht, schon mal nicht mehr. Und wir haben ein Wimmelbild, das machen wir erstmal. Wir brauchen eine afrikanische Maske, Vergrößerungsglas, eine Sternenkarte, Runenwürfel, Schriftrolle, Fernrohr, Gottheit, Panflöte, Voodoo, Krone, Hand und Buch. Krone, Hand und Buch. Krone, Hand und Buch. Afrikanische Maske, Vergrößerungsglas hatte ich auch vorhin gesehen. Das vielleicht? Nee. Da, ah, Vergrößerungsglas. Eine Sternenkarte. Nehmen wir doch die Runenwürfel. Runenwürfel, da. Eine Schriftrolle. Die vielleicht? Eine Gottheit. Ist das eine Gottheit oder das eine Gottheit? Gar keine von beiden. Das ist eine Gottheit. Eine Panflöte. Die haben wir da. Eine Voodoo-Puppe haben wir da. Eine Hand. Eine Hand ist da. Und ein Buch haben wir da. Damit hättet ihr die verletzen können. Ja, wir haben noch nie getroffen. Das sind ja flinke Viecher. Wir haben Waffen gefunden. Wir haben noch nie getroffen. Dafür waren wir doch viel zu, naja. Gut, wir haben unsere Scherben. So, jetzt geht's los. Was? Passt die hier vielleicht? Machen wir die so hier hin? Ich pack die einfach mal so dahin. Thema durch. Da passiert nichts. Ich weiß nicht, ob ich die hier... Ich will mal hoffen, dass die alle einen bestimmten Platz haben. Zum Glück sind wir Trottel, ja, ganz genau. Ganz genau so sieht's aus. Zum Glück sind wir Trottel. So, dann packen wir mal dahin. Na. Da packen wir mal dahin. Passt da gar nicht richtig hin. So. Nee, ich will nicht zurück. Gib mir die Hand. So. Da passt das nicht hin. Dann passt das da gerade hin. So. Ich glaube, das kommt da oben hin, das Teil. Auch nicht wirklich. Hey. Müssen wir gleich mal schauen. Spitz zulaufend. Passt das da rein oder da rein? Da passt das. Ups. Auch nicht hin. Da passt das auch nicht hin. Da passt das auch nicht hin. Gut, heißt natürlich nicht, dass das die so zusammengehören. Das ist natürlich ganz klar. Da auch nicht. Boah, das ist ja so Friemelei, das ist ja wieder nix. Hallo? Das ist ja wieder nix für mich, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Da passt da auch nicht hin. Da vielleicht. Steuerung ist aber auch da ein bisschen sehr mau, was das angeht. Ich glaube, die ganzen anderen Scherben, die sind ein bisschen bescheiden. Da hat er recht. Guck mir.
Was? Da trifft er auch nie die Zombies, hallo? Hallo? Ich hab da die meisten Zombie-Kills, Mann, Bad! Was fällt dir ein? So, ich muss erstmal gucken. Es wäre vielleicht schlau, wenn ich hier mal mit einem Stück anfange und mich dann langsam vorarbeite, glaube ich. Sonst komme ich hier nämlich gar nicht voran. So, setzen wir uns mal das eine Stück. Dann haben wir da, das müsste da passen. Mit so einem passt der da rein, da könnte da passen. Siehst du, so geht das schon viel besser. Brauchen wir von den Teilen da was? Der könnte. Nee. Auch nicht wirklich. Der. Ach, Mann. Der könnte passen. Ja, der passt auch. So. Aber auch nur, weil ich nichts anderes Produktives mache. Ah, mach. Ja, natürlich. Nö, ist klar. Natürlich. Ist. Okay, alles klar. Werde ich mir merken. Alles klar. Wir werden uns wiedersehen. So. Da haben wir die Zacken. Passt das da vielleicht? Nee. Passt das da? Nö. Der könnte vielleicht passen. Alter, das ist aber auch die Steuerung. Hier ist aber auch wirklich zum Mäusemelk, muss ich ganz ehrlich sagen. Der passt da rein, ne? Ja. Wie schaut das mit dem aus? Da kommen kleine Zacken oben. Das wird dann wahrscheinlich der sein. Ja, wunderbest. Das passt auch schon. Oben kleine Zacken. Passt der? Der könnte vielleicht. Ja. Und dann brauchen wir noch einen kleinen. Haben wir es ja endlich. Und wehe, da ist nichts Vernünftiges drauf. So. Also meines Wissens ist die komplett. Ach so, die ist noch nicht ganz richtig drin hier, glaube ich. Oh, recht filigrane Arbeiten hier. Also die Steuerung, also. Unglaublich. Oh, was soll das denn? Also man muss teilweise wirklich 3-4 Mal raufklicken, bevor hier überhaupt was tut. Das finde ich ein klein wenig blöd. So. Also wenn es nach mir ginge, ist die Platte jetzt heil. Aber oder brauchen wir vielleicht noch irgendwie was? Nee. Wenn ich Stücke sammeln, so kann ich sie sicherlich abspielen. Ja, fehlt uns da noch ein Arm oder was?
Ich weiß nicht. Da waren Markierungen auf dem Tisch und der Platte. Markierungen auf dem Tisch und der Platte. Da schauen wir uns doch mal an. Markierungen auf dem Tisch und der Platte. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Du meinst sicherlich diese Kreise da, ne? Ah, okay, dann stimmt das. Dann könnte das hinhauen. Dann gehört das nämlich dahin. Und die gehört dahin. Gut, tut mir leid, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. So, jetzt setzt er die anscheinend auch richtig. Sehr gut. Sehr gut. Schön aufgepasst. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur wieder die richtigen Teile finden. Weil hier habe ich den natürlich wieder gut gemischt hier. Oben ein Stück könnte das der sein. Aber jetzt setzt er die nämlich auch richtig. Die Sau. Könnte das der sein? Nee, der gehört irgendwo dahin. So, Spitze. Passt da vielleicht da oben rein? Nee, offensichtlich nicht. Und lange Spitze. Ja, dann passt der da unten rein. Auch nicht. Ach, Blödsinn. Was mach ich denn da für einen Schwachsinn? Unglaublich. Ich komme hier ganz durcheinander. Ich komme hier ganz durcheinander. Ganz durcheinander. Ah, oh, ich muss mich hinsetzen. Ja, genau. Das mit den Löchern habe ich schon gesehen. Danke. Ah, okay. Das muss ich mir mal angucken. Ich werde ihn mal bisschen sortieren. Da ist der lange. Das gehört doch nach unten, oder nicht? Wird das nicht dahin? Das sieht so aus, als wenn das hier hingehören würde. Aber anscheinend nicht. Der gehört da oben hin. Jetzt rasten die nämlich auch ein, das hatte ich vorher nicht. Aber ist klar, der Tipp war ja auch wirklich gut von euch. So, der gehört dahin. Dann haben wir den, der gehört dann dahin.